Ich als Mutter habe mir auch schon überlegt, was wäre das Schlimmste, was mir passieren könnte. Und ich glaube, es wäre, wenn meine ganze Familie auf einen Schlag ausgelöscht würde. Für Constanze Falkenberg ist der Albtraum wahr geworden. Ein polnischer Lkw-Fahrer war Richtung Nürnberg unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache durchbrach sein Sattelzug die Mittelleitplanke, geriet auf die Gegenfahrbahn und kippte um. In diese Unfallstelle krachte das Familienauto. Hier starben der Fahrzeuglenker, ein 43-jähriger Familienvater aus dem Badischen und seine drei Kinder im Alter von 7, 11 und 13 Jahren. Auf diesem Sitz überlebte die Mutter der drei Kinder, ihre Familie hatte keine Chance. Das ist Constanze Falkenberg, die einzige Überlebende des Horrorunfalls vom 3. November 2012. Ich finde es immer noch unfassbar, wie das Auto ausgesehen hat. Natürlich, diese Fotos sind, nachdem das Auto dann verbrannt war. Aber das zeigt mir schon immer wieder, dass das sicherlich irgendeinen Grund hatte und dass ich da aussteigen durfte. Ich bin ja aus dem Auto selbst ausgestiegen auch. Und habe auch nach den Kindern noch geguckt, aber ich habe in dem Augenblick einfach hinten nichts mehr gesehen. Und es kam mir auch sofort in den Sinn, die sind schon weg. Und ja, wenn man so im Nachhinein betrachtet, sie waren ja tatsächlich auch schon alle weg. Ich habe dann Schmerzen bekommen und musste mich dann auf die Leitplanke setzen. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, da drin verbrennt jetzt mein Mann und meine Kinder. Und ich habe es da schon realisiert. Ich habe diese Bilder immer noch im Kopf. Und ja, das war im wahrsten Sinne unfassbar in dem Moment sowieso. Und immer noch. Constanze hat mehrere Brüche und liegt 3 Tage auf der Intensivstation. Ihre Schwester ist Tag und Nacht bei ihr. Ich habe sie einfach bei mir gehabt und wir konnten das alles miteinander einfach durchmachen. Die ersten Nächte waren ganz schrecklich. Mir ging es körperlich ganz schrecklich, mir ging es auch seelisch wirklich da nicht gut. Und Das war so gut, dass wir dann einfach auch ja mal zusammen die eine Nacht haben wir, glaube ich, uns in den Armen gelegen, haben einfach die ganze Nacht durchgeweint. Ich denke aber trotzdem, dass dieses Loslassen einfach mit dem Wissen, dass sie in den Himmel kommen, ich habe einfach diesen kindlichen Glauben, ich habe einfach gewusst, jetzt kommen die vier wohin, wo es ihnen gut geht, wo alles in Ordnung ist und ich konnte einfach sagen, ja, geht dahin, ich bleibe jetzt hier, ich habe wahrscheinlich noch irgendwas zu tun. Irgendwann fragt man sich schon nach dem Sinn, aber ich wusste, dass ich die Frage nicht stellen brauche, weil ich es dann erfahre, wenn ich hinkomme und ich wusste, dass es nicht lang ist. Und auch wenn ich noch 100 werde, ist es trotzdem im Verhältnis eine kurze Zeit zu dem, was wir dann noch vor uns haben. Constanze kehrt in ihr bisher lebhaftes Zuhause zurück. Sie muss den Alltag neu strukturieren. Denn auch die Hausfrau- und Mutterrolle gibt es nicht mehr. In erster Linie war ich froh, dass ich hier sein konnte. Ich fühle mich einfach hier wohl und es ist nach wie vor mein Zuhause. Ich habe nirgends eine größere Nähe zu den Kindern und zu mir wie hier. Ich habe dann die Kinderzimmer auch alle ausgeräumt, relativ schnell nach dem Unfall. Und das war für mich so dieses Abschiednehmen. Und so habe ich halt wirklich alles in die Hand genommen, habe es angeschaut, habe mich erinnert. Das waren also fürchterlich auch zum Teil körperliche Schmerzen und dieses Zerrissensein zwischen sie haben es so gut gehabt und es hat ihnen gefallen und zwischen diesem wirklich traurig, dass man sie echt nicht mehr anfassen kann. Da habe ich echt nächtelang in den Kinderzimmern gesessen und hab mir da halt viel Zeit gelassen, die habe ich aber auch gebraucht.
wenn ich Sehnsucht habe, irgendwas anzufassen, dann komme ich hier hin. Ich habe einfach ein paar Sachen eben gerade, so die Ballettschuhe, weil die Vanessa wirklich ganz leidenschaftlich getanzt hat und auch einfach so die Plüschtiere, wo ich weiß, die waren ganz nah bei den Kindern. Dann so, na, zu dieser äußeren Stärke gehört es einfach auch dazu, mal alles loszulassen und sich auch mal einfach gehen zu lassen, weil es weh tut natürlich. Es sind meine Kinder und mein Mann und es tut auch oft weh natürlich. Zusammen mit ihrem Mann ist Constanze früher viel gelaufen. Bis heute schätzt sie als Ausgleich Zeit in der Natur. Neuerdings begleitet sie ihre Hündin. Super, danke schön. Heute ist einfach der Kamerad, der mit mir die großen Spaziergänge macht, der mit mir in der Natur ist, wo ich einfach die Ruhe und wo ich auch die Schöpfung immer wieder sehen kann und auch dafür immer wieder dankbar sein kann, dass das alles so gut bestellt ist. Sie organisiert ihr Leben neu und beginnt 18 Monate nach dem Unfall mit der Ausbildung zur Physiotherapeutin. Vor rund 3 Jahren schließt sie diese erfolgreich ab. So ganz 1000-prozentig weiß ich es nicht, aber es ist so, dass ich nach dem Unfall einfach diese ganze Mutterliebe irgendwo bei mir aufgestaut hat. Und warum auch immer hatte ich den Eindruck, dass ich mit diesem Beruf da wieder was zurückgeben kann. Diese Frage, was Gott noch mit mir vorhat, dass er mich aus diesem Autowrack hat aussteigen lassen. Ich bin immer noch auf der Suche, aber ich denke, dass dieser Beruf ein Teil davon auf jeden Fall ist, weil ich spüre, dass ich auch mit dieser Erfahrung einfach so einen anderen Zugang auch zu den Menschen habe. Heute arbeitet sie 3 Tage in der Woche in der Praxis Physio Run im Bruchsal bei Karlsruhe. Ehrenamtlich engagiert sich Constanze in der Kirchgemeinde, im Deutschkurs für Asylsuchende und betreut tageweise Christian, der seit seiner Kindheit an Dystonie leidet. Der Christian, obwohl er es nicht weiß, ist ein großer Lehrer, der einem Geduld lehrt, weil man einfach nicht mehr diese Hektik an den Tag legen kann. Da hatte ich noch viel, viel Lernbedarf, glaube ich. Ich mag an ihr besonders ihre empathische Fähigkeit, ihre Einfühlsamkeit. Sie merkt und spürt einem, sie guckt einem fast ins Herz, würde ich sagen. Ich bewundere sie die Art und Weise, wie sie mit dem Ganzen, was ihr passiert ist, umgeht. Im Familienkreis hat sie große Unterstützung erfahren. Die Familie trifft sich wöchentlich zum gemeinsamen Sonntagsbrunch. Was mich getragen hat, das schreibe ich dem lieben Gott auf jeden Fall zu. Und ich schreibe ihm auch zu, dass er mir die Menschen auch an die Seite gestellt hat, die hier sind und die diese Wege mit mir gehen. Und Kinder und alle, die uns auf dem Weg begleiten, sind ein Geschenk, über das wir uns eigentlich so lange freuen sollten und dürfen, wie es da ist. Und wir haben es nicht in der Hand. Ich komme her, wenn größere Entscheidungen sind, dann frage ich hier nach Rat. Dann gucke ich, was ich da höre und ich kriege da auch immer irgendeine Antwort. Mein Glaube wird einfach immer tiefer und fester. Also was anderes kann ich da einfach nicht dazu sagen. Es ist einfach so ein bisschen noch mehr Sicherheit zu wissen, einfach, dass ihnen gut geht, wo sie sind und dass das Wichtigste einfach tatsächlich ist, egal welchen Glaubens ich auch bin, dass wir miteinander achtsam sind, dass wir einfach Liebe leben und Menschlichkeit leben, Nächstenliebe. Das sind einfach alles so Dinge, die wichtig sind und die einfach zum Glauben dazugehören.